Ja, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Undead Collectors Neue Games. Ja, diesmal für den Monat Dezember, ja, Dezember. Und da hat sich doch einiges zusammen angesammelt. Und für die Leute, die neu hier sind, ich werde dann hier oben wieder anzeigen, wie viel ich dafür bezahlt habe, inklusive Versand. Und dann fangen wir gleich mal an. Und zwar am Anfang gleich mal mit was etwas Größerem. Und zwar hier die Star Fox Zero First Print Collection, genau. Und zwar aus dem Grund habe ich mir die gekauft. Der Preis war, fand ich eigentlich ganz okay. Weil ich unbedingt die Retail-Version von Star Fox Guard haben will. Das ist zwar noch sealed hier, also noch neu in dem Sinne. Ob ich es halt spielen werde, ist dann noch eine andere Frage. Aber dass ich dann zumindest meine Sammlung habe, weil die Standardversion von der von Star Fox Guard gibt es halt nur als Digitalcode. Also man kann sie zwar in der, ja, in der, im Laden sich die Verpackung kaufen, aber drin ist halt nur ein Download-Code, keine Disc. Deswegen, das wollte ich dann hiermit dann haben. Und was ich auch noch dazu sagen muss, ich bin eigentlich überhaupt kein Sammler von Steel Cases. Also hier, da gibt es ja diese, hier unten sieht man es nochmal. Diese, Steel Case heißen sie doch, gell? Die, oder Tinbox, keine Ahnung. Die sammle ich nicht eigentlich, weil das ist meine erste hier. Aber wie gesagt, die war mehr wegen dem Star Fox Karte wurde das Ganze gekauft, weil Star Fox Zero habe ich auch so in der normalen Version schon in der Sammlung. Ob es halt irgendwann mal spielt, ist eine andere Frage, aber man kauft halt sowas, wenn es halt günstig ist. Das war bei uns im Mediamarkt für 15 Euro inklusive, also die Standard, nicht jetzt die hier. Und da habe ich halt gesagt, gut, nehme ich es halt einfach mit, warum auch nicht. So, dann weiter mit mit Wii U. Und zwar hier Pikmin 3 in der UK-Version. Der Zustand ist nicht unbedingt jetzt so berauschend, also Hauptsache die Disc ist nicht verkratzt. Aber der Preis war dafür dann auch sehr günstig. Das wollte ich für unter 10 Euro haben, habe es dann auch bekommen. Und das ist halt für mich dann auch mehr so eine Spielversion, als halt für die Sammlung, muss man dazu sagen. Ob davon ein Let's Play kommt, kann ich noch nicht sagen, weil ich bin mit Pikmin überhaupt nicht konform. Heißt, ich habe den ersten Teil nie gespielt, den zweiten Teil habe ich nur als Let's Play gesehen einmal. Und ja, das wäre dann halt für mich absolut neu. Und ja, wie gesagt, das liegt aber in der Zukunft eurer Spiele. Dann kommen wir mal zu etwas ganz Besonderem. Und zwar, vielleicht kennen die ein oder anderen Limited Run Games. Die bringen Retail-Spiele von Digital Only Games raus. Und hier haben wir die Version von La Mulana für die PlayStation Vita. Ich habe witzigerweise keine PlayStation Vita, aber ja, bis ich halt mir eine Vita kaufe und bis halt das Game dann irgendwann mal teuer bei eBay landet, wollte ich es mir halt vorher noch zum Standardpreis holen. Momentan noch sealed, ist noch eine extra Schutzfolie drum. Leider mit einer Schädigung, wenn man es hier mal genauer sieht. Und zwar hier, dieser Riss. Ja, da ist wohl beim Versand was draufgefallen, dass es halt wirklich so nach unten gedrückt wird, dass es dann aufgeplatzt ist. Und ja, ist halt leider schade, weil eigentlich wollte ich es ja noch zulassen und halt, wenn es dann immer öffnet, dass es halt noch im guten Zustand ist. Aber übrigens auch hier gibt es dann immer so eine Sammelkarte von Limited Run Games. Das ist dann, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Charakter hieß, aber das ist halt, ist auf jeden Fall ein Game, das wollte ich unbedingt in der Sammlung haben als Retail-Version. Das gibt es schon ewig, seit der Wii, sogar schon seit MSX so rum. Das Remake, ja genau, das ist das Remake davon. Und ja, das ist die erste Retail-Version, die wir bekommen haben von dem Game. Wie gesagt, es gab damals für die Wii ein Remake von dem Game, also genau die Version hier. Und das ist jetzt auch schon wieder etliche Jahre her, muss man dazu sagen. Und ja, aber für ein kleiner Vorteil dafür, also ist zwar leider beschädigt, aber ich habe schon Ersatz angefordert. Also heißt, Limited Run Games tut da halt einen Service anbieten, dass wenn die Beschädigung wirklich offensichtlich ist, wie man es halt hier leider sieht, dann schicken die einen eine Ersatzhülle mit Ersatzcover. Hoffentlich kommt die dann auch noch an, dass die nicht beschädigt wird, aber der Versand dauert halt ewig. Muss dazu sagen, ich habe das Game im November schon bestellt, aber das dauert halt immer so 3-4 Wochen, bis es dann auch wirklich ankommt. Deswegen kommt es halt wieder in dieses Video. Viel geredet, aber ist halt auch ein besonderes Game, muss ich dazu sagen. Dann als nächstes haben wir eine Sealed-Version von Super Mario 3D Land, auch in der UK-Version. Halt schön hier mit dem PEGI-Logo und nicht mit dem fetten USK-Latschen. Flatschen in dem Sinne. Und ja, ist halt rein für die Sammlung. Das Game habe ich ja schon längst durchgespielt. Ob ich davon irgendwann mal Let's Play machen, glaube ich nicht, weil ich bin momentan mehr auf den Trip von Blind Let's Plays. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt. Aber für den Preis fand ich es auch ganz okay.
Ich meine, wenn ich die Hälfte für als Retail, wenn ich die Hälfte als nochmal, wenn ich die Hälfte des Preises bezahle, was es am Release gekostet hat, zielt, dann bin ich eigentlich schon durchaus zufrieden. Und ansonsten braucht das Game halt nicht unbedingt viele Worte. Ich habe halt, wie gesagt, hier immer wieder ein extra, also sieht man hier den Abrissstreifen, extra noch eine Schutzfolie drüber, damit man sich nicht wundert, damit halt da dran nichts passiert, weil das ist ein reines Sammlerstück für mich dann halt, nicht zum Spielen, nicht zum Öffnen. Und da kommen wir schon zum letzten Game, das ist jetzt auch wieder was Spezielles, und zwar, ja, Kirby Triple Deluxe. Für die Leute, die sich vielleicht wundern, nein, das Game, das Video kommt nicht vor meinem Let's Play, sondern danach, weil das ist jetzt schon das zweite, was ich habe. Ich habe ja schon eine offene Version. Und hier halt, ja, hier ist es halt nicht die UK-Version, hier haben wir schön das große USK-Logo. Aber bei Kirby bin ich als Sammler sowieso speziell, da möchte ich am liebsten jede Version sammeln, wenn der Preis stimmt, muss ich dazu sagen. Hier die Standard-PAL-Version, wäre schön, wenn ich die UK-Version noch irgendwo mal kriege. Und vielleicht auch irgendwo mal die japanische Version, das wäre vor allem ganz schön. Weil auch gerade die japanischen Verpackungen sind sogar noch flacher als unsere, muss man sich mal vorstellen. So, ja, ansonsten halt Kirby. Dann war es natürlich wieder mit dem Ganzen hier. Dann, ja, dann hoffe ich, hat das Ganze wieder gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von diesen Videos sehen wollt oder auch von meinen Let's Plays. Und ihr könnt mir dann auf jeden Fall gerne schreiben, was, ob die Preise okay waren, ob ihr auch schon das eine oder andere Spiel davon besitzt, ob ihr vielleicht selber noch vorhabt, es zu kaufen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Monat mit dem Ganzen hier oder halt bei einem neuen Let's Play, je nachdem. Oder eher gesagt bei den vorhandenen Let's Plays so rum. Dann ciao, ciao.